Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Torten- und Kuchenwelt. Heute kommt wieder ein einfaches und leckeres Rezept von mir. Ich habe heute ein Buchtelrezept für euch gefüllt mit Pflaumenmus und Weihnachtsgewürzen und habe diese dann in Weihnachtsbaum geformt. Ist super weich geworden. Und kommen dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Für den Teig brauchen wir 150 ml lauwarme Milch, 120 Gramm weiche Butter, 3 Eier, 100 Gramm Puderzucker, 750 Gramm Mehl, ein Päckchen Vanillezucker und eine frische Hefe. Ich gebe die Milch und die frische Hefe in die Rührschüssel hinein. Darüber kommt dann Vanillezucker und Puderzucker. Das Ganze vermische ich und lasse dann so ungefähr 10 Minuten gehen. Nach 10 Minuten gebe ich die Butter und die Eier noch hinein und vermische das Ganze mit einem Rührbesen. Nach und nach gebe ich das Mehl rein und bereite den Teig vor. Am Anfang habe ich das mit einem Schneebesen gerührt, aber danach habe ich den Teig mit den Händen geknetet. Ich habe euch ja einige Buchtelrezepte gezeigt, die sind ja richtig super, super lecker, die kommen bei uns immer sehr gut an. Aber dieses Rezept habe ich dann extra für Weihnachten selber erfunden. Pflaumenmusfüllung mit Zimt und Lebkuchengewürz passt genau zu Weihnachten, finde ich. Jetzt kommen wir auch zu der Füllung. Ich habe so ungefähr 400 Gramm Pflaumenmus. Also ihr könnt auch weniger nehmen, aber ich mag das gerne, wenn die Füllung ein bisschen mehr ist. Dazu habe ich dann so ungefähr 1 Teelöffel Zimt hineingegeben und 1 Teelöffel Lebkuchengewürz. Das Ganze wird miteinander vermischt. In der Zwischenzeit ist der Teig auch sehr schön gegangen. Das ist wirklich ein sehr schöner Teig geworden. Jetzt werde ich aus dem Teig 15 Bällchen vorbereiten. Ich werde die Bällchen jetzt einfach in meiner Hand ausrollen. Ihr könnt das natürlich auch auf der Arbeitsplatte machen, aber für mich ist das immer so praktischer und gebe dann so ungefähr 1 Esslöffel Pflaumenmus hinein und schließe die nochmal. Die werden sozusagen wieder zu einer Kugel geformt. Ich habe jetzt alle Bällchen gefüllt und mit der geschlossenen Seite nach unten auf einem Blech platziert. Ihr nehmt erstmal 5 Bällchen, dann 4 Bällchen, dann kommen 3, 2, ganz nach oben ein Bällchen. Nach unten kommt dann der Zweig, den müsst ihr nicht rund formen, sondern der wird ein bisschen länglich geformt. Der wird auch gefüllt. Jetzt lasse ich das auf dem Blech weitere 15 bis 20 Minuten gehen. Nach 15 Minuten bestreiche ich mein Gebäck mit Eigelb. Ihr könnt auch mit Milch bestreichen. Dann werden sie im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad 20 bis 30 Minuten gebacken. Mein Weihnachtsbaumbuchtel ist raus aus dem Ofen. Ich habe es warm noch mit reichlich Puderzucker bestreut. Erstens ist das richtig super lecker geworden durch die Pflaumenmusfüllung und natürlich durch die Gewürze und ist richtig super weich geworden. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Ich wünsche allen, die es ausprobieren möchten, viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.